In diesem Video kommen wir zu Fußbodenaufbauten. Und hier habe ich mal was vorbereitet. Es handelt sich ja in unserem Beispielprojekt um ein Einfamilienhaus. Und so kann zum Beispiel ein Fußbodenaufbau aussehen mit einer Fußbodenheizung. An dem werde ich mich mal orientieren, an diesem Detail, das ich da im Internet recherchiert habe. Und des Weiteren, vor allem, bevor man diesen Fußbodenaufbau hier verlegt, sich noch überlegen, wie werden Sanitärinstallationen verlegt. Und da ist es üblich im Einfamilienhausbau, dass man die im Rohfußboden verlegt, nicht in der Rohdecke, sondern im Rohfußboden. Und zwar eine Art Schüttung. Das sieht dann so aus. Das hier mal gezeigt. Hier sieht man quasi jetzt so einen Fußbodenaufbau. Hier ist quasi jetzt die Rohdecke. Ja, oder sorry, Rohdecke ist es nicht, aber irgendeine Art andere. Und hier ist jetzt, sind mal die Höhen. Also man muss man beachten, wenn man jetzt die Sanitärinstallation da verlegt, was gehört dazu? Es ist Warmwasser, Kaltwasser, gegebenenfalls eine Staubsaugeranlage, natürlich auch das Abwasser. Und das Abwasser muss im Prinzip im Gefälle verlegt werden. Deswegen habe ich mir überlegt, so ungefähr 10 bis ca. 15 cm brauche ich für die Schüttung, weil manchmal kreuzen sich auch Rohre. Auch manchmal ist das notwendig, je nachdem, wie gut Sie das planen. Ja, also wenn Sie jetzt das sehr gut planen, dann kommen Sie vielleicht auch mit 10 cm zurecht. Wenn Sie das allerdings sehr grob planen, also auf der sicheren Seite, und dann müssen Sie allerdings Rohrkreuzungen, das heißt, das Rohr übereinander liegen, vermeiden. Wichtig ist auch, dass bei den Rohren, gerade jetzt bei Warmwasser oder so, oder auch die Heizungszuführungsrohre, nicht die Fußbodenheizung selber, sondern die Rohre, die dann quasi die Fußbodenheizung erstmal bedienen oder so, die werden mitunter da auch lang geführt. Also alles, wo irgendwie Warmwasser ist, muss natürlich auch isoliert werden. Das muss natürlich auch mit berücksichtigt werden. Wenn die dann auch übereinander liegen, weil sie sich aus irgendeinem Grund kreuzen, dann kann das schon mal 15 cm inklusive dann noch Gefälle und so weiter, kann dann durchaus passieren. Es sei denn, sie nehmen sich die Zeit und planen das sauber durch, dann kann es sein, dass sie ohne Kreuzung auskommen, dass sich Rohre eben nicht kreuzen müssen und dann kann man vielleicht auch hier weniger einplanen. Ich mache immer 15 cm ungefähr, also das ist vielleicht sagen wir mal 12 Zentimeter. Ich möchte versuchen, im Fußbodenaufbau insgesamt 25 Zentimeter zu bekommen. Damit, was wollte ich bekommen? Muss ich mal gucken. Damit ich im Prinzip auch wieder in meinem Baurichtmaß bleibe. Und also werde ich zunächst die Schüttung machen, weil wichtig ist auch die Schüttung, wo die Sanitärstationen langgeführt werden, die wird in der Regel an die Rohwand rangeführt, an die unverputzte Rohwand. Ja, weil zum Teil die Sanitärinstallationen ja auch aus der Wand herauskommen oder irgendwelche Schächten sind und so weiter. Deswegen tut man eigentlich erst die Schüttung machen und danach verputzen. So, und das werde ich entsprechend einplanen. Deswegen mache ich zunächst eine Schüttung und in Anschluss mache ich dann den Fußbodenaufbau. Also erst Schüttung, dann Wand verputzen und dann Fußbodenaufbau. In der Reihenfolge gehe ich jetzt vor. Und fangen wir zunächst mal mit der Schüttung. Ja, machen wir die Schüttung. Also gehe ich jetzt hier auf Architektur, dann auf Geschossdecke. Geschossdecke nicht tragend. Nicht tragend, die trägt schon eigentlich, ja, aber das ist ein bisschen irreführender Begriff, aber sie hat es nicht die tragende Wirkung, wie meinetwegen eine Stahlbeton. Rohdecke, ja, sondern sie trägt mehr oder weniger die Verkehrslasten komplett ab runter auf die Stahlbeton-Rohdecke. Das ist eigentlich statische Element. Ja, dann gehen wir hier auf Typ bearbeiten und achso, erstmal schauen, ob wir irgendwas finden, was wir da schon haben. Ja, das sieht nicht gut aus. Da haben wir hier, nehmen wir das, dann Typ bearbeiten, duplizieren. Und das Ganze nenne ich jetzt Schüttung. Gib schon die Höhe mit dazu. Ich mache es mal 12,5. 12,5 Zentimeter. Hier noch ein Komma rein. Punkt. Jetzt können wir weglassen, wenn wir uns einigen, dass wir eh 12,5 verwenden. Dann gehen wir auf Bearbeiten. Jetzt brauche ich hier anderes Material. Das ist immer eine Art Perlit. Ja, das ein bisschen wärmedämmend ist. Also haben wir sowas in der Richtung, ja, das haben wir sogar hier. Das tun wir da mal doppelt draufklicken. Jetzt möchte ich allerdings hier im Schnitt eine Schraffur haben. Klicke also hier rein und wähle hier ein bisschen was aus, was das so in die Richtung kommen kann.
Beton ist es nicht, es darf nicht, die dürfen nicht einbetoniert werden, die Rohre, die werden quasi in dieser Schüttung untergebracht. Es ist auch kein Estrich, ich würde mal sagen, irgendwas mit Sand. Haben wir hier, Puls hier Sand. Nehmen wir das erste Mal, gucken, wie das rüberkommt, dann in der Ansicht, wenn wir den Ton noch ändern. Farbe lassen wir so weg, das heißt, können wir eigentlich lassen, das Ton noch umbenennen, das Material, und nennen das jetzt einfach Schüttung. Ja, Lidschüttung können wir es vielleicht nennen. Ist so ein Gemisch aus Estrich, das ist schon ein bisschen betonartig, wie das auch hält, aber es ist halt nicht fest, also man kann im Prinzip an die Rohre immer noch ran. Ich setze einfach mal Schüttung. Okay, okay. Also, Doppelklick und das hat er jetzt nicht genommen, das ist irgendwie immer so. Also machen wir mal Schüttung. Jetzt nimmt das, oder? Ja, jetzt hat das. Und ich mache es mal 12,5, also 12,5. Wie gesagt, Sie müssen beachten bei der Höhe der Schüttung, dass Sie eventuell noch Gefälle, das heißt, Sie müssen dort ein geneigtes Rohr unterbringen, das quasi von Ihrem Abwasserausgangspunkt bis hin zum Schacht, wo das dann, dass Sie da hinkommen, innerhalb Ihrer Neigung da entsprechend, und dass eventuell Rohre übereinander liegen können, müssen, dürfen. Ja, je nachdem, wie Sie das geplant haben. Ja, im Idealfall kreuzen sich Rohre nicht, dann können Sie auch die Schüttung geringer machen. Die Schüttung hat allerdings aber auch, kann unter Umständen auch eine wärmedämmende Wirkung haben, je nachdem, was für Material Sie verwenden, aber auch eventuell auch schalldämmend. Ja. Gut, das haben wir. Das ist tragende Schicht 1. Ja, das Nebel kann man das. Ich würde es Träger verwenden, das ist schon die Trägerschicht. Und okay. Okay, und jetzt werde ich es nochmal klassisch hier verlegen. Das mache ich hier mal in dem. Ne, ich mache es an dem Beispiel, dass ich hier sage, okay, ich gehe jetzt hier auf Wand, natürlich kein Versatz. Null. Wichtig ist noch der Höhenversatz, den wir hier noch eingeben. Das liegt auf auf der Ebene Oberkante Rohdecke. Das ist okay. Und der Höhenversatz ist quasi die Höhe der Schüttung 12,5. Die kann man hier unten nochmal nachlesen. Damit versetzt man das Ganze. 12,5. Raumbegrenzung. Ja, können wir erstmal ja sagen. Obwohl es nicht die oberste, könnte man auch weglassen. Auch für den Fall, dass es doch die oberste Schicht ist, für was eigentlich nicht sein sollte. Aber ich tue mal jetzt mal so, dann wäre das eine Raumbegrenzung. Normalerweise kommt nur noch der Fußboden drauf, der richtige. Aber können wir lassen, in dem Fall, zur Sicherheit. Falls man den Fußboden mal vergessen hat, ist zumindest das noch, geht der Raum nicht bis zur Rohdecke. Ja, das haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir hier einfach auf Wand und legen mal die Wände hier ab. So. So, so und so. Wichtig ist, das Ganze noch ein bisschen zu reinigen. Man sieht hier, ich habe hier noch einen Fehler gemacht. Ja, sehen Sie das? Die Linie ist hier außen und nicht innen. Das muss ich noch korrigieren. Da habe ich jetzt etwas nicht hingeschaut. Komme ich ja noch ran. Jetzt hat es. So, nochmal. Also Wand. Jetzt hat er es richtig. Ich könnte es hier noch ändern. Jetzt sollte das ja passen. Und jetzt habe ich allerdings hier noch ein Problem. Das trifft sich nie, aber gut, das kann ich jetzt hier noch mit dem Werkzeug hier vereinigen, die beiden Linien. So. Die Richtung ist hier egal. Und jetzt kann ich auch, wenn ich ganz genau sein will, hier die Stütze rausnehmen als Insel. Also ich gehe jetzt hier auf Rechteck und ziehe mir jetzt hier ein Rechteck auf. Das fixiere ich noch an der Stütze, damit das dann mit der Stütze sich mitändert, falls die Stütze größer und kleiner wird. Das kann man auch weglassen und sagen, okay, da tue ich ein bisschen mehr Material bestellen, je nachdem, wie genau Sie das machen wollen. Ja, also dass meinetwegen jetzt hier Ihre Schüttung wirklich die Stütze auslässt, weil die steht natürlich auf der Rohdecke. Ja, da muss natürlich Kräfte übertragen werden und so weiter. Das kann die Schüttung, solche Punktlasten kannst du in die Schüttung in dieser Form hier aufnehmen. Ja, jetzt haben wir auch nicht alles fertig, gehen auf OK. Und aha, die kann ich gegenseitig schneiden. Da ist irgendwo noch ein Problem. Ich glaube hier, sehen Sie das, die gute Linie. Ich gehe also auf Fortfahren und gehe mal auf dicke Linie. Hier sehen Sie das ein bisschen besser. Die Linie habe ich vergessen zu kürzen, hier unten. Also mache ich das noch wieder mit dem Werkzeug, stützen denen im einen, klicke mal auf die Linienseiten, die ich behalten will. Ich möchte den Teil behalten und den Teil, und dann fliegt das hier weg.
Ja, gehe auf OK. Und jetzt fragt er mich, ob er die Wände bis zu dieser Geschossdecke ziehen soll. Natürlich nein, weil das Ding hat mit Wänden nichts zu tun. Deswegen sage ich ja nein. Das liegt ja quasi innerhalb der Wände. Bei einer echten Geschossdecke wäre es natürlich das eine interessante Option, aber das ist im Prinzip keine echte Geschossdecke, sondern nur die Schüttung. Also sage ich ja nein. So, jetzt kommt es zu irgendwelchen Überlappungen. Ja, er sagt jetzt, dass ich das überlappe, das ist aber okay. Wollen es auch nicht verbinden, überlappen Volumen wollen wir jetzt nicht verbinden, sagen wir auch nein. Und jetzt schauen wir uns das an. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die jetzt interessant sind für richtige Geschossdecken, weil diese Fußböden aufbauten, gehören zur Kategorie der Geschossdecken. Und die sind natürlich dann, die sind, die hängen natürlich an den Wänden mit dran. Ja, und deswegen ist das in dem Fall wichtig, was Auflage angeht oder so. Hier ist es so, dass diese Schüttung ja auf einer Geschossdecke selber aufliegt und die wird quasi von den Wänden nur eingegrenzt. Ja, aber die Wände, die bestimmt nicht die Wandhöhe. Ja, und deswegen kann ich diese ganzen Fragen alle hier mit Nein beantworten. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Schnitt an und das nehmen wir hier zum Beispiel diesen Schnitt QS2. Und da haben wir hier ein Problem, die ist nicht zu sehen. Oh, warum? Doch, hier ist er. Hier ist er, doch, hier ist unsere Schüttung. Ist allerdings von der Schraffur her nicht so schön. Das gefällt mir nicht so irgendwie wirklich. Ich habe hier einen Maßstab von, selbst wenn ich auf 1 zu 50 gehe, naja gut, dann sieht es ein bisschen besser aus. Aber ich würde sagen, als Schüttung ist das vielleicht doch nicht so günstig. Gehen wir nochmal in die Eigenschaften, korrigieren das, gehen auf Typ bearbeiten. Schüttung. Immer was Günstigeres, ein bisschen was Besseres. Standard Dreieck. Nur vielleicht die Waben, das Wabenmuster. Das vielleicht. Oh, das ist natürlich jetzt ganz grob. Ja, jetzt kommt's. Ich meine, den Faktor geändert von der Wabe. Also einmal den Faktor von der Wabe ändern. Aufpassen, wenn Sie sich mal verwenden, wo es passt, dann müssen Sie duplizieren, die Wabe. Das können Sie unten machen. Jetzt, ich habe es noch nie verwendet, deswegen bin ich da ein bisschen faul. Und jetzt den Faktor einfach hier anpassen, damit die halt hier besser dargestellt wird. Oh, ist noch größer geworden. Das habe ich ein bisschen Typ bearbeiten und hier noch mal rein. Das war noch der falsche Wert, das war zu grob. Und wir hatten 10, machen wir mal 5. Ja, vielleicht sowas in der Art. So, soviel zur Schüttung und jetzt möchte ich noch was zeigen, wie man das ein bisschen schneller machen kann. Ja, wenn Sie jetzt schon Räume definiert haben, dann können Sie es, und Sie haben dieses M&M-Plugin, diesen BIM Booster, wie das Ding heißt, Revit Booster oder so ähnlich, dann können Sie, ich wechsle mal den Grundriss, das gleich über die Räume machen. Dazu wähle ich die Räume aus. Da mache ich jetzt hier Folgendes. Ich fahre jetzt hier, ich kreuze jetzt hier rein. Ja, das wollen wir natürlich mal alles auswählen. Dann gehe ich hier auf den Filter, tue nichts markieren und sage nur die Räume. Also in den Raum möchte ich die Schüttung verlegen. Wichtig ist, dass Sie wirklich nur die Räume auswählen. Dann gehen Sie hier auf den M&M und finden jetzt hier, jetzt muss ich schauen, wo es war. Also wird alles wieder verkleinert dargestellt. Ausbaufeature. Ausbaufläche auf Fußboden ist das. Schauen wir mal, ob das richtig geraten ist. Ja, genau. Jetzt markiere ich hier die Vorschau. Das sind quasi die Räume, die ich ausgewählt habe. Jetzt sage ich, auf welche Ebene. Die Ebene passt. Die Höhe über der Ebene, das ist aber 0,125. Und noch den Fußbodenaufbau. Den muss ich ändern. Dann nehme ich die Schüttung. Wo ist er hin? Hier. Und Füllung gehört zu Raum. Ja. Und ja, das soll eigentlich alles passen. Gehe auf OK. Und schauen wir das im Schnitt an. Ist er noch offen? Ja. Und sehe jetzt hier meine weiteren Fußböden aufbauen. Das hat super funktioniert. Und das ist eben der Vorteil, wenn Sie jetzt vorher Räume definiert haben. Machen wir eine dünne Linie. Dann
können Sie quasi dann über die Räume auch die Fußböden zuordnen, was natürlich komfortabler ist. Und schauen wir uns noch schnell den Grundriss an. Also hier haben wir jetzt überall. Schauen wir mal, was ist jetzt der Raum? Ah, ist der Raum. Wenn wir mal die Räume ausschalten, dann sieht man es ein bisschen besser. Gehen wir auf VG und schalten die Räume aus. Inklusive der Raumbeschriftung. Dann könnten wir jetzt hier, haben wir jetzt unser Geschoss der Geschüttung. Genau. Ja, hier ist sie jetzt. Ja, so viel dazu erstmal. Ich werde dann im nächsten Video zeigen, wie Sie dann mit dem richtigen Fußbodenaufbau kommen. Also in dieser Schüttung haben wir erstmal nur unsere Sanitärinstallation untergebracht. Und jetzt wird quasi der richtige Fußbodenaufbau gemacht. Allerdings macht man den in der Regel, nachdem man die Wände verputzt hat. Das heißt, wir werden erst die Wände verputzen und dann den richtigen Fußbodenaufbau machen.